Vielleicht also kein Wunder, dass als Kunstlaufstar Hans-Jürgen Bäumler in Heidelberg einen Neuanfang für seine Karriere startet. Singen allein reicht ihm nicht. Jetzt will er schauspielen. Wunderschönes fremdes Mädchen, warum bist du so allein? Glaube mir, ich möchte so gerne dein verliebter Boyfriend sein. Wunderschönes fremdes Mädchen, geh doch nicht am. Die Eiszeit mit Marika Kilius ist zu Ende. 1967 spielt Hans-Jürgen Bäumler mit Edith Hanke im Tangente-Theater das Stück Ein Engel namens Schmidt. Ich sitze behaglich in der Badewanne, da kommt ein großer, böser, schwarzer Mann und lässt mir das Badewasser ab. Sie ahnen ja gar nicht, was das für ein Gefühl ist, wenn man so ganz auf dem Trockenen sitzt. Ach. Herr Bäumler, nach dem Eiskunstlauf und dem Schlagersingen und dem Filmen wollen Sie jetzt in Heidelberg eine Theaterkarriere starten. Was versprechen Sie sich davon? Sie sagten es schon, ich will. Ich verspreche mir eins davon, dass es eine sehr harte Arbeit ist, dass es eine Arbeit in mehr oder weniger Ruhe ist und das ist das, was ich hier möchte.